Danke, Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren Volksanwälte. Ich darf mich meiner Fraktion oder namens meiner Fraktion auch bedanken für diesen einmal mehr sehr gut und repräsentativ dargestellten Bericht oder den beiden Berichten, muss man ja genau genommen sagen. Und darf daher jeweils aus einem dieser Berichte eine Sache jeweils herausziehen, die, wie mir meint, oder die, wie ich meine, eine wichtige, nicht nur für das Hohe Haus, sondern auch für die Bevölkerung, Sache darstellt, die uns allgemein berührt. Das eine ist aus dem Band der präventiven Menschenrechtskontrolle der dort dargestellte Personalmangel an der Polizeiinspektion Hohe Warte in Wien, wo seitens der Volksanwaltschaft festgestellt wurde, dass aufgrund des eklatanten Personalunterstandes nicht nur eine extrem hohe Überstundenbelastung laufend und latent vorhanden ist, sondern auch Stress und Überlastung in permanenter Art und Weise für das Personal dort gegeben ist. Jetzt weiß ich, weil ich ja auch Personalvertreter bei der Polizei in Wien bin, dass diese Feststellung nicht nur diese einzelne Polizeiinspektion betrifft, sondern dass diese Feststellung symptomatisch und repräsentativ für alle Polizeidienststellen in ganz Österreich ist, weil eben die Polizei aufgrund der aktuellen Personallage einen extremen Unterstand hat. Zum Verdeutlichen darf ich kurz ein paar Zahlen hier an Sie richten. Wir haben pro Quartal in Wien 252 Ausbildungsplätze zu besetzen oder könnten diese besetzen. Das heißt, wir haben ungefähr knapp über 1000 Ausbildungsplätze pro Jahr. Bis 1. Juni dieses Jahres haben genau 85 Polizeischüler in Wien den Dienst angetreten. Also dafür, das sind nicht einmal 10% von den angestrebten Ziel, das wir brauchen, um die Personallage einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und wir decken momentan nicht einmal den personellen Abgang, der uns aufgrund der Pensionswelle hier tagtäglich zu schaffen macht, aktuell ab. Dass das keine spontane Ereignislage ist, das wissen wir schon seit dem Jahr 2007. Damals wurde eine Expertise vom Bundeskanzleramt, das damals seinerzeit noch zuständig war für den öffentlichen Dienst per se und natürlich auch für die Personallage bei der Polizei, in einen sehr umfangreichen Bericht, der den Personalzustand und die Entwicklung bis zum Jahr 2020 darlegt, festgestellt, dass eben bis zum Jahr 2020 ein Drittel aller Polizisten in Pension gehen werden. Was ist zwischenzeitlich geschehen? Es gab eine Rekrutierungsoffensive unter dem damaligen Innenminister Kickl, die sehr erfolgreich und die erfolgreichste war in den letzten 10 Jahren. Seit der Zeit ist nicht viel passiert. Wir haben sinkende Personalstände, wohl auch der Situation geschuldet, aber auch, weil sie in der Vergangenheit hier eklatante Fehler gemacht wurden. Die zweite Geschichte, die ich gerne ansprechen möchte, betrifft die Kontrolle der öffentlichen Verwaltung. Hier wurde seitens der Volksanwaltschaft festgestellt, dass es gerade in den Asylverfahren massive Beschwerden im vorigen Jahr gab. Insbesondere deswegen, weil ab dem Sommer 2022 wieder vermehrte Asylanträge gestellt wurden, die natürlich die Behörden an die Kapazitäten ihrer Möglichkeiten gebracht haben. Es ist überhaupt festzustellen, dass im vergangenen Jahr Österreich wieder einmal sich zu einem Migrationsmagnet entwickelt hat im internationalen Geschehen. Wir haben hier knapp 112.000 Asylanträge im letzten Jahr verzeichnen müssen. Asylanträge, die bedeuten, dass uns der Großteil dieser Asylwerber im System erhalten bleibt. Nur eine geringe Anzahl verlässt uns wieder freiwillig oder wird zwangsweise abgeschoben. Die meisten bleiben, wie gesagt, im System zu Lasten der österreichischen Bevölkerung und zu Lasten unseres Budgets hängen. Und einmal mehr hat sich auch gezeigt, dass diese Versprechen, die in der Vergangenheit gemacht wurden, einmal mehr nicht eingehalten wurden und dass
hier ein eklatantes Scheitern, nicht nur von der österreichischen Asylpolitik, sondern auch von den Maßnahmen der EU, sei es nun die Schengen-Außengrenzesicherung oder auch die Vornahme der Dublin-Verfahren im Raum steht. Auch das neue in Rede stehende Asyl-Anti-Paket, das hier propagiert wird, ist eigentlich im weitesten Sinne eine Mogelpackung, denn es prolongiert das Asylchaos auf EU-Ebene, das derzeit schon besteht. Es wird weiterhin die offenen Grenzen geben und der geforderte Außengrenzschutz bleibt im weitesten Sinne auf der Strecke. Und der Verteilungsmechanismus, der da angestrebt wird, geht einmal mehr zulasten von Österreich und zulasten unserer Bevölkerung. Aus diesem Grund darf ich auch folgenden Entschließungsantrag einbringen. Die Abgeordneten Herbert Kickl, Werner Herbert und weitere Abgeordneten bringen den Antrag ein betreffend Asylstopp, keine Wiederholung der Migrationskrisen 2015 und 2022. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die insbesondere folgende Maßnahmen zur Eindämmung der neuen Völkerwanderung beinhaltet. Erstens, Asylstopp jetzt, Aussetzen der Asylanträge auf österreichischem Boden. Österreich hat genug geleistet, die von Ex-Innenministerin Mikl Leitner 2016 formulierte Obergrenze von 37.500 Personen ist längst erreicht. Die Bundesregierung kann und muss eine Notverordnung für eine Asylobergrenze. Die Verordnung muss zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und des Schutzes der inneren Sicherheit während der Durchführung von Grenzkontrollen gemäß § 36 von folgende Asylgesetz erlassen. Das Ziel muss null sein. Zweitens, nur mehr Sach- statt Geldleistungen für Asylwerber und Asylberechtigte. Asylwerber sollen grundsätzlich in der Grundversorgung ausschließlich Sachleistungen und keine Geldleistungen bekommen, bis ihr Verfahren abgeschlossen und ihr Aufenthalt zu Ende ist. Gleichzeitig soll für arbeitsfähige Asylwerber in der Grundversorgung eine Verpflichtung zur unentgeltlichen Arbeit in ihrem Umfeld bzw. in der Infrastruktur, beispielsweise Asylunterkunft reinigen, eingeführt werden. Asylberechtigte sollen genauso wie Asylwerber Grundversorgung durch Sachleistungen bekommen. In diesem Sinne darf ich Sie einladen, diesen Entschließungsantrag zur Unterstützung, und bedanke mich nochmal bei der Volksanwaltschaft für Ihre gute und effiziente Arbeit.